Hallo, hier bin ich wieder und wir packen zusammen zwei Pakete aus, die gekommen sind. Ich habe auch noch ein kleines anderes Paket, aber da sind nur zwei Teile drinnen. Da mache ich ein kleines Story oder ein kleines Reel und zeige euch, was da drinnen ist. Einmal was für eine Kundin, einmal für mich ein bedeutsames Stück für Weihnachtsmarkt morgen, was ich noch brauche. Und wir packen zusammen aus. Das eine Stolpett, das ist voll leicht. Wir sind jetzt zweierlei Bestellungen. Das ist irgendeine Kleinigkeit wahrscheinlich. Ein Kilo nur. Und das andere, guten Morgen. Hi Vanessa, hallo Sandra. Und 7,5 Kilo hat das Ganze. Aber das war richtig schwer. Jetzt gerade noch Hochtag. War so schön spazieren. Hab noch meine im Büro, wie heißt es denn? Buchhaltung, meine Buchhaltung habe ich noch gemacht, alles auf den neuesten aktuellen Stand gebracht. Eins steht noch aus, aber sobald es verschickt wird, gibt es dann da auch die Rechnung, da könnt ihr herunterladen, aufschreiben und fertig abordnen, einordnen und erledigt ist. Ihr habt das ja meistens immer tagesaktuell oder alle 2-3 Tage. Also falls ihr irgendwas bestellt, wenn ich es gleich ausdrucken kann, wird das gleich ausgedruckt, eingeordnet, draufgeschrieben, was ist, fertig, das Datum nur drauf. Dann fangen wir zuerst mit dem kleinen Paket an und ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, aber das habe ich ja meistens eh nie. Zurzeit sind ja die Lieferzeiten relativ lang, die nutzen das ganz schön aus, aber nichtsdestotrotz, es ist da und ich kann auspacken, das ist so schön, wenn man so Sachen auspacken kann. Ich kann euch mitnehmen, auch wenn nicht alles immer für mich ist, aber ja, kann ich euch zeigen, was immer so bestellt ist. Ich finde das immer voll interessant und neugierig. Was da, oh, was da noch rauskommt. Oh ja, genau, das ist die Bestellung, wo eigentlich eine Wiffbox fehlt, aber die Wiffbox-Kartons sind, glaube ich, irgendwie aus gewesen oder irgendwas war da und jetzt ist der Nachschub kommen und das wird noch nachgeschickt, aber das dauert noch ein bisschen. Und da wollten wir die Kunden die Wiffbox haben, weil das so toll ist, was da drinnen ist. Das gibt es ja so nicht zu kaufen. Also, wenn ihr die Wiffbox wollt, diesen Monat unbedingt noch bestellen, weil das ist richtig toll, was da dabei ist. Guckt sonst gerne die Wiffbox November an. Ist auf YouTube, Instagram. Kann ich euch zeigen. Und zwar, ich gucke auch immer, was bei dir bestellt wird. Gerne, schon mal interessant. Weihnachtszeit, da eskaliert alles. Genau, das stimmt, Vanessa. Ach, Schatz, ja. So ist es, gell? Aber toll. Also, dann sind, glaube ich, nur die zwei Säckchen hier drin, genau. Zweimal die Düfte der Saison, einmal für die Eva Maria, die hat die Wiffbox, also deine Wiffbox ist noch nicht mitgekommen, aber dein Duftsäckchen, die Düfte der Saison, das hat ja geklappt, wo sie nur mal kurz zurückgekommen sind, wo sie ausverkauft waren, aber jetzt ist ganz rum. Hallo Silke, guten Morgen, bist auch noch da und spitze ich mal rein. Genau, hier ein Säckchen für mich. Ich habe dir ja extra im Sensi Club die einzelnen Düfte, wo mir gut gefallen haben, gesichert. Und dachte, die hole ich mir da mehrmals. Die muss ich jetzt dann nochmal aktualisieren. Am 3. Dezember kommt da meine Bestellung. Und ja, dann habe ich hier nochmal ein ganzes Pack. Und dann schaue ich, dass ich vielleicht diesen Eierlikörduft. Und mal schauen, ob ich noch was von den anderen Düften nochmal bestelle und danach rausschmeiße, dass ich einfach nur mehr Düfte da habe. Weil ich nehme die meistens eh jetzt nur bis Januar, Dezember, Januar, vielleicht noch Februar her. Und dann will ich eh schon Frühling, Sommer. Ich bin ja die Frühlings-Sommermaus. Ja, finde interessant, was die anderen Leute so kaufen. Und Fakt ist, wir lieben alle Winterberry Apple Tea. Ja, das stimmt. Oh, der allertollste Duft. Hi Joshua. Also, hi Patrick, guten Morgen. Genau, der hat wahrscheinlich meine Story angeschaut und ist gerade zufällig aufs Live gekommen. Also, die Düfte der Saison sind ja leider schon wieder ausverkauft. Wenn ihr die Düfte da haben wollt, dann auf alle Fälle im Sensi Club könnt ihr euch noch diesen Monat sichern. Ich glaube immer, so 30 Tage nach Einführungsdatum habt ihr mal Zeit, euch die Lieblingsdüfte weiterhin zu sichern. Entweder bestellt ihr es euch einmalig und löst danach wieder oder ihr sichert euch die weiterhin und dann, solange ihr die da drinnen habt, solange werden die für euch produziert. Und die Sandra schreibt auch, aber finde das auch immer so interessant. Gell, das ist immer interessant zu gucken, was bestellen die anderen. Dann gucken wir doch gleich mal weiter, was noch bestellt worden ist. In einem Riesenpaket. Und ich finde es auch mal voll interessant, da auszupacken, zu gucken. Das ist doch immer schön stehen. So, hat es sonst noch bei jemand geschneit? Bei uns ist so Winter Wonderland und heute richtig schön. Sonne, der Schnee glitzert richtig, richtig toll.
kann euch gleich mal schnell im Fenster raus zeigen, wie schön es ausschaut. Ich habe gerade noch einen kurzen Spaziergang gemacht. Nach der Buchhaltung, kurze Auszeit für mich, spazieren, Sonne genießen, ein bisschen Bewegung, die frische, kühle, eisige Luft. War richtig, richtig schön. Und dann habe ich gedacht, so, und dann kam ich heim und dachte, oh, Sensi-Pakete sind da, zwei Stück. Packen wir zusammen aus. So, dann gucken. Oh, die ist ja sehr voll. Die ist diesmal sehr voll gefüllt. Schaut mal. Sonst ist ja ganz viel Kartonpapier, aber das ist ganz schön voll. Ist das nur Sellbestellung, oder? Das sind die Sellbestellungen von dem Sell mit diesen geilen Mini-Duftlampen. Ja, geil, da habe ich ja doch noch ein paar mehr. Habe ich das zweimal bestellt? Nee, das war von Kundenbestellung. Oh nein, das sind Kundenbestellungen. Ich habe mich gerade gefreut. Ja, ich habe noch mehr für meinen Weihnachtsmarkt. Die vom Weihnachtsmarkt sind ja schon angekommen. Das sind ja, glaube ich, die, wo nur nachbestellt worden sind. Und eventuell, ja, das ist von der Sabine. Sabine hat, glaube ich, drei oder viermal das Set gehabt. Und dann hat Katrin hat sich noch die große und Simone hat die große Duftlampe noch gewollt, die Unbelievable. Und die Melanie hat es auch noch. Also, wenn du siehst, die sind angekommen und Katrin und die Sabine hat ja auch noch mal bestellt und die hat gleich viermal dieses Set gewollt. Ich glaube, die verschenkt es zu Weihnachten. Das sind ja echt mega Sets. Da sind die ganzen Bars wahrscheinlich da noch mit drinnen. Genau, das ist der Adapter, wo mit drinnen ist für diese Duftlampe. Weil es die nur noch mit 3-Pin-Stecker gegeben hat und wir haben ja Steckdosen mit 2-Pin, also mit 2 Löchern, dass ihr das dann einfach ganz normal benutzen könnt. Also steckt sie einfach drauf auf den Stecker und dann könnt ihr es reinstecken und dann ist gut. Bei uns noch kein Schnee. Ah, noch kein Schnee. Ah, DJ's World, schaut mal wieder zu. Hallo, guten Morgen. Ich weiß aber nie der Name und dann, wenn es ist, ich glaube, ich habe schon mal gefragt und dann immer, wenn man schreibt, dann, ah, genau. Immer mit diesem Namen. Jetzt zeige ich euch schnell das schöne Wetter, warte. Oder hier auch mein Chaos, hier ist noch mein Sternenhimmel an, den könnt ihr eigentlich auch ausschalten, gell? Jetzt hat, ist ja eh so hell. Mach mal Sternenhimmel aus. Genau. Und, boah, ist hier warm. Ich kann Heizkörper, glaube ich, auch ein bisschen zurückdrehen. Oh, ich sag's euch, so schön. Die Sonne scheint. Aber es hat auch minus 5 Grad, also es ist richtig eisig kalt. Aber guckt mal. Die Ruhe, okay, die Autobahn hört man vielleicht ein bisschen. Schön, wenn die Sonne so scheint und der Schnee glitzert, dann liebe ich ja den Winter. Aber sonst das Fahren und Schneeräumen und so, jetzt lasse ich gerade ein bisschen frische Luft rein. Ja, das ist da nicht ganz meins. Wow, toll. Gell, schön. Also die freie Sicht ist auch immer toll. Also wir haben zwar Mietwohnung und nur Dachgeschoss und kein Balkon, aber eine schöne freie Sicht und ja, und eine schöne, kuschelig warme Wohnung. Was will man da noch mehr? So, jetzt hat Adapter habe ich euch gezeigt. Also zweimal wurde die Unbelievable aus dem Angebot geholt. Zweimal die Dose. Einmal Katrin, einmal Melanie. Dann war viermal hat Sabine Gref. Achso, jetzt sage ich den Namen schon. Sabine. Mein Gott. Also die andere Sabine hat das bestellt. Viermal den Wandstecker mit dazu. Jetzt schiebe ich das alles ein bisschen hinten. Schieb, schieb, schieb. Und dann sind nochmal zwei kleine. Da ist noch eine, nochmal die Mod Green, also die türkise Lampe. Und die kann ich euch zeigen. Die habe ich drüben eingepackt. Weiß, wie ich mit euch in meiner Wohnung durchlatsche, aber dann zeige ich es euch schnell, weil die habe ich im Sommer, also ich habe die schon gehabt, im Sommer schön verpackt für, wenn ich ein Special mache. Und jetzt für den Weihnachtsmarkt passt das eigentlich auch gut. Da habe ich die verpackt. Schaut mal, so schaut die aus, so türkis. Das ist so ein bisschen Urlaubsfeeling. Da habe ich die so schön verpackt, die werde ich auf dem Weihnachtsmarkt mitnehmen. Und ja, die hat es ja richtig, richtig günstig jetzt ergeben, also mega. Und die wurde jetzt fleißig bestellt. Ich weiß gar nicht, wer hat denn die andere noch gekriegt? Warte, nochmal einmal mehr. Melli hat die Unbelievable. Ah, Katja. Genau, Katja hat dann noch gesagt, sie wollte das. Und dann noch den Bar, den Duft des Monats, wo ich noch hatte. Genau. Und das andere ist Sabine und Katrin. Genau, das sind meine fleißigen Bestellzettel. Und von der Eva Marie muss ich noch auf die Wiffbox warten und dann kann ich es weiterschicken. Hallo Anja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr wart gestern noch fleißig shoppen. So, jetzt hat
Dann sind da nochmal zwei Wandstecker. Also einmal die Mod Green für die Katja. Und dann habe ich für mich noch, oder für den Weihnachtsmarkt jetzt eben, die Love Wishes. Weil ich finde es, entweder nehme ich selber zum Verschenken her, wenn wir irgendwo mal eingeladen sind. Oder jetzt für den Weihnachtsmarkt, wo ich gehe. Genau, die schöne Herzchenlampe Love Wishes. Schön. Und dann kommen jetzt die ganzen Bars. Ich glaube, das sind dann nur die Bars, wo in diesen Sets dabei waren. Du siehst, ich schreibe dir nachher noch zurück. Ich habe deine Nachricht nur kurz abgehört. Alles gut, Anja. Ich habe ja immer die Chats extra und nur die privaten bei mir privat in WhatsApp. Und das andere sind immer gesperrte Chats. Und dann gehe ich immer mit Fingerabdrucksensor rein. Also ich scroll das runter in WhatsApp. Gesperrte Chats. Dann tue ich Fingerabdrucksensor und dann ploppen alle Sachen auf. Dann bing, 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 bing. Und dann vorher kurz guckte ich, oh, viele Nachrichten. Ich glaube 18 Chats. Kann es sein so viel oder waren es 18 Nachrichten? Jedenfalls habe ich gedacht, okay, ich gehe ganz schnell wieder raus und schaue später. Mach zuerst noch meinen Spaziergang, dann packe ich aus und dann tue ich alles weiter vorbereiten. Und dann muss ich eh noch kochen oder ich möchte kochen. Kommt der Lukas schon nach Hause und dann tue ich in Ruhe, wenn er Hausaufgabe macht oder danach zwischendrin. Dann gucke ich da spitzlich nochmal rein und dann beantworte ich. Aber die meisten wissen es ja bei mir, dass ich so ein, zwei Mal aufs Handy schaue und dann die Nachrichten beantworte. Und so poste ich euch, nehme euch immer mit. Und dann immer, wenn ich Zeit habe, ich will mir dafür auch Zeit nehmen. Nicht nur so schnell, schnell, sondern sage ich so, jetzt habe ich alles erledigt. Weil sonst komme ich mit Zwiespalt, dann bleibt der Haushalt liegen, dann müsst ihr nur einkaufen oder ich will die Story nur posten oder muss die Buchhaltung machen oder will nur Videos vordrehen oder was vorbereiten und dann bin ich nur am Nachrichten beantworten, dann schwuppdiwupps, kommt der Luca heim und dann denke ich, oh, hoppla, hupsi, ich habe noch nichts geschafft. Oder mein Mann kommt heim, ja, du bist doch ganz Tag zu Hause, was hast du denn gemacht, gell? Und drum ist es jetzt so richtig gut, wenn er hat... habe ich das nicht im Blickfeld und habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich trotzdem mal was im Status post und dann noch nicht geantwortet habe, weil ich es ja nicht sehe, erst wenn ich dann reingehe. Und ja, aber das ist super. Also mich macht das voll glücklich, weil ich bin dann, kann viel besser abschalten, kann das Handy öfter mal weglegen und dann freue ich mich, wenn ich mir dann Zeit nehmen kann und denke, ich habe jetzt Zeit und dann die lieben Nachrichten oder Sprachnachrichten und dann freue ich mich immer voll, das anzuhören in Ruhe und das ist dann immer schön, weil ich bin ja doch hier alleine daheim, dann hast du nicht so viel Austausch und dann ist schon schön, wenn ich dann wieder was höre. Aber ich gucke halt immer alles zu seiner Zeit. Genau, dann guck mal noch die Bars, wo drinnen sind. Die werde ich dann schön herrichten, meinen Stapel machen. Gucke, bei welcher Duftlampe welche Düfte dabei waren. Und dann tue ich schon mal vorbereiten. Das Auto habe ich ja heute nicht. Das Auto hat mein Schatz, den wollte ich danach beim Live auch mal schnell anrufen, wie er es hat, wie es zum Fahren her ging. Aber ich glaube, die Straßen sind frei. Und der hat heute Nacht nur Schnee gehabt, ist extra früher aufgestanden. Genau. Ah, und mein Kaba. Hier habe ich noch was für mich bestellt. Eine Bestellung für mich. Also ich habe für mich diese Mini-Duftlampe mit dem Herz bestellt und diesen Kaba. Also ich war sehr genügsam. Ja, habe ich mir noch einen Duft. Ah, und ich glaube einmal Candy Orchard. Ich glaube, den Duft, den habe ich noch für mich bestellt. Genau. Das und die Mini-Duftlampe. Aber ich habe gestern schon fleißig bestellt. Eigentlich brauche ich ja nichts, aber ihr kennt es ja, mal schaut rein. Irgendwie habe ich Sachen gekauft, obwohl ich sie eigentlich gar nicht brauche. Aber hat man immer wohl da. Und sonst kann man ja jemandem eine Freude machen, was verschenken. Weihnachten kommt eh oder zum Nikolaus oder wenn man Besuch wo eingeladen sind oder jemand Geburtstag hat oder einfach so, um jemanden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Man braucht ja keinen großartigen Grund. Ich finde, man kann auch einfach so mal eine Freude machen. Genau, also dann mache ich jetzt mal hier Stapel, was so mitgekommen ist, oder? Und dann sage ich euch, was da so dabei war. Und dann haben wir es ja schon durch. Dann haben wir nur noch die eine kleine Bestellung, wo eine Duftlampe auch aus einem Selfie eine Kundin war. Und ich dann noch ein Produkt für mich bestellt habe für den Weihnachtsmarkt, wo ich dachte, das wäre geil, wenn es vorher noch kommt, wegen meinem Sensi Air. Das zeige ich euch dann noch in der Story oder im Reel danach noch, was da noch ein Teil, was ich mir noch mehr mitbestellt habe. Aber ich habe nur gedacht, ich habe ja auch mal die 7 Euro Versandkosten zu mir oder mehr, je nachdem, wie viel bestellt wird. Und ich dachte, bevor ich jetzt nur die Lampe für sie bestelle,
Weil das konnte ich ja nicht in der Workstation bestellen, dass ich es direkt zu ihr schicken kann. Dann musste das jetzt zuerst mit dem Umweg zu mir und dann weiter. Und dann hat sonst niemand was braucht. Und ich dachte, ja komm, dann probier es. Ich bestelle mir das für den Weihnachtsmarkt nur mit und hoffe, dass es mitkommt. Und habe echt Glück. Vielleicht, weil es wirklich nur zwei Päckchen waren. Zwei Produkte, dass es dann... Und die Sachen Gott sei Dank im Lager waren, dass ich da hatte. Du Süße, ich schreibe dir mal noch zurück. Achso, das habe ich ja schon gehört. Jetzt lese ich gleich die Fragen doppelt. So, ach, der durfte ich auch, dann muss ich nochmal riechen. Oh, oh, lecker. Das ist halt so wie Pistazien-Eis-Duft. Pistachio-Eiscreme, ja, wie Pistazien-Eis. Oh, der war lecker. Richtig geiler Pistazien-Duft, so Pistazien-Eis, der war da echt dabei. Ich fand das voll cool, dass die da Düfte drin haben, wo es so eigentlich gerade gar nicht zu bestellen gibt. Wo es gerade gar nicht im Katalog gibt. Umso schöner, weil das waren tolle Düfte, wo dabei sind. Genau, waren das jetzt die Stapel ungleichmäßig? Wahrscheinlich waren das 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, das jetzt nur zweimal. Ah, dann sind die Düfte bestimmt für die Unbelievable, diese vier Bars. Warte, sieht man es, diese vier Bars, weil die habe ich ja nur zweimal gehabt. Und ich hatte ja 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, Katja hat ja nur die eine Duftlampe. Fünfmal. Fünfmal mit der Mod-Duftlampe, mit die hier, Mod Green. Da waren ja die Bars dabei. 1, 2, 3, 4 Bars noch mit on top drauf. Also das war ja echt so ein geiler Preis. Genau, drum habe ich die fünfmal und die habe ich viermal. Genau. Und zwar bei dieser Mod-Duftlampe ist Desert Tropics, also so ein schöner, fruchtiger Duft mit dabei gewesen. Oh ja, der riecht richtig lecker, fruchtig. Ist da Erdbeere oder sowas drin? Der erinnert mich ein bisschen an Gogo Mango oder Hawaiian Hula. So in die Richtung geht der. Desert Tropics. Das war, glaube ich, mal ein Duft des Monats. Dann ist da mit dabei Perfect Day. Oh, das ist ein ganz frischer Duft. Ich glaube, mit Birne. Ein ganz, ganz frischer Duft mit Birne. Ja, so hätte ich gesagt. Und nur irgendwas. Ich weiß nicht, ob da Zimt oder... irgendwas noch mit drinnen ist. Also einmal Perfect Day. Der ist mit dabei. Dann Cucumber and Cactus Water. Den habe ich ja, glaube ich, als Brick gehabt. Dann hatte ich den Sensi Club eine Weile. Das ist für alle, die einen ganz frischen Duft wollen. So gesunde Düfte, ohne was Süßes, sondern wirklich was Frisches. Pflanzenduft, wie so frische Pflanzen. So in der Art. Ja, genau. Boah, das ist richtig. Richtig, richtig frisch. Grün. Pflanzenmäßig, so grüner Ökoduft oder ich weiß nicht, ich will das nicht immer so sagen, das hört sich so komisch an. Aber ohne viel Blim Blim, nichts anderes drinnen, nichts Süßes drin, einfach nur grün und frisch. Oh, lecker. Oh, das ist geil, wenn du gerade so Herbst, Winter hast du ja eher so schwerere Düfte oder viele Gewürze und da hast du zum Neutralisieren mal was ganz Frisches. Das kannst du in der ganzen Wohnung nehmen oder nur im Bad, wenn du sagst, du willst was richtig Frisches. Und dann den Pistazio Ice Cream. Richtig lecker. Das ist ja der Pistazien-Eisduft. Das hat auch der Luca gekonnt. Das riecht wie, wenn du das Pistazien-Eis in Italien isst. Boah, lecker. Boah, der riecht richtig fein. Der andere ist ja eher so gemütlich pistazig, wo wir jetzt halt im Katalog haben. Und das ist eher so dieses frischere Pistazien-Eis-Variante. Also der ist auch... richtig fein. Oh, da dürft ihr euch freuen, wenn ihr die Düfte habt. Ich finde, das sind ganz tolle Düfte mit dazu. Also, wenn ihr die Düfte, euch die Düfte gefallen, wo ich gern mag, dann gefällt euch das bestimmt. Mit der Lampe zu dem Schnäppchenpreis kann ich echt gar nichts sagen. Genau, und dann, das ist ein Duft, wo das sind zwei Düfte dabei, wo meiner Mama wahrscheinlich gefallen würden. Und auch wo meinem Schatz sonst gefallen. Und zwar bei dieser Unbelievable, ich zeige es euch nochmal, bei der hier. Mit diesen Blättern, das hat so ein mattes Design. Die habe ich auch hinten irgendwo. Da sind auch vier Bars dabei. Und zwar Island Hopping. Für mich war das immer so ein männlicher, parfümiger Duft. So frisch geduschter Mann. So Duschgel, Männerduschgel-Duft. Ja, genau. Der hat auch so das Meersalz. Der hat so was Salziges. Der hat auch wie so Treibholz, hat der, glaube ich, auch drin. Boah, ich glaube, der Duft wird meine Mama mega finden. Also die mag gern Kaschmir oder so männliche Düfte ein bisschen. Oder leicht herb. Ich glaube, das wäre voll ein Duft für die. Ich glaube, mein Schatz wird den auch gut finden. Island Hopping ist da dabei. Dann machen wir nochmal mit dem männlichen Variante weiter. Und zwar Sandalwood Tangerine. Und zwar war der aus der Vatertagskollektion mit dabei.
Und der Duft war auch, boah, geil. Der riecht wie ein richtig geiler, attraktives Männerparfüm. Boah, lecker. So ein Parfüm könnte mein Schatz auch tragen. Also der, da werde ich gleich rot. Der riecht richtig lecker. Den fand ich bei der Vatertagskollektion schon super. Und ich glaube, hat es da auch Badesalz, Duschgel, Bodycream, Rasierding, irgendwas hat es da auch noch gegeben. Und als Pott hat es den, glaube ich, auch mal gegeben. Ja, da, boah, der riecht schon echt geil. Oder auch im Auto kannst du ja mit dem Duft. Also das ist so ein männlicher Duft. Also das muss man halt mögen in der Wohnung, gell? Aber wer keinen Mann zu Hause hat oder keinen gut duftenden Mann, der legt dann einfach diesen Duft rein. Sandalwood Tangerine. Der ist cool. Der könnte auch mal in den Katalog reinkommen, finde ich. Dass wir auch was haben für die, die wo so ein bisschen auf männliche, parfümige, maskuline Düfte stehen. Könnten sie schon mal reintun. Dann haben wir hier Mandarin Zest. Das ist eine schöne Mischung. Hier hast du so was Frisches, Salziges, Meeriges, Meersalzmäßiges. Hier so was Männliches. Und hier hast du eher so was Fruchtig-Spritziges. Mit Mandarine, so was Leichteres. Ja, oh, das, da ist auch Ananas drinnen. Das erinnert mich wie so Pineapple Mango so in die Richtung. Ja, also der riecht so mandarinig, frisch. Ich weiß nicht, ob es so leicht zitrisch oder Ananas. Also ich rieche da nicht nur die Mandarine. Da ist irgendwas anderes Leckeres auch noch dabei. Also der ist so was Frisches, Leichtes, Zitrusmäßiges, so gute Laune. So ein bisschen was Leichteres, Frisches hier so rein, so ein bisschen was Spritziges. Und dann noch Palm Beach Breeze. Oh, der Wäscheduft war auch so toll. Der war leider zu wenig intensiv für mich, also nach dem Waschen eben. Aber der ist frische Wäsche, Sommerbrise. Du hast weiße, wie es in der Werbung ist, so weiße Bettlaken und Dinger, so eine Wäscheleine, wo die Klamotten hängen. Und dann kommt so Sommer, Sonnenschein und so eine weiße, so. Oh Gott, die Sonne scheint und so ein Weidekorb mit frisch gewaschener Wäsche und diesen Hauch von der frischen Luft. Das ist so geil, dieser Duft. Das ist eigentlich so ein absoluter frische Wäsche Weihnachtsduft, Lieblingswäscheduft. Mega, der riecht einfach so sommerlich, frisch und so sauber und rein, frisch gewaschen. Richtig lecker, der hat noch ein bisschen Pfirsich mit da drinnen, wie wenn du so ein bisschen weichspülermäßig noch was dabei ist, so mit Pfirsichduft. Richtig geil, also wie so ein Sommer, frisch gewaschener Weidekorb und frische Brise und ein bisschen Pfirsich. Richtig lecker. Palm Beach Breeze, ich finde, das ist auch eine schöne Mischung. Also von den Düften finde ich die ja alle sehr frisch, fruchtig, der noch ein bisschen birnig und damit leckerer Pistazie-Eis. Und hier finde ich die jetzt auch, weil da hier Meersalz, muss man halt mal mögen, die männlichen Düfte hier. Und da hast du halt noch was Frisches, Leichtes, Spritziges. Und hier so einen schönen, frische Wäscheduft, wo einfach so sauber, rein, frisch, so diese Sommerbrise so reinkommt. Also das liebe ich ja total. Palm Beach Breeze. Richtig, richtig lecker. Also da dürft ihr euch freuen. Die Melli und die, was jetzt? Melli und Katrin, genau, die dürfen sich freuen um diese tollen Düfte und die Duftlampe. Und die Katja, die Sabine, die dürfen sich freuen über diese kleine Duftlampe, diese tollen Düfte. Also finde ich mega. Wir haben ja jetzt beim letzten Set, da hat es ja auch, glaube ich, 10 Bars oder so gegeben. Aber das waren alle so, also Tannendüfte, die wären ja noch okay, aber das sind auch viel diese Toasted Archon Org, das war mein schrecklichster Duft ever, alles was so Karamell verkohlt, verkokelt riecht. Ich kann es gar nicht sagen. Also ich weiß nicht, ob jemand, ich glaube es gab sogar ein, zwei, wo der Duft gefallen hat. Aber der Großteil eben nicht. Also ich will da niemand irgendwie was sagen, aber oh, der war so schrecklich. Ich konnte nicht mal, am liebsten hätte den Duft weggeschmissen. Ich wollte da gar keine Duftproben mehr machen. Ich glaube einmal habe ich Duftproben gemacht. Mir war so schlecht geworden, ich habe die Fenster alle aufgerissen und es hat nur ewig, tagelang danach gerochen, obwohl die Duftpost dann schon weg war. Also dieser Toasted Acorn Oak, schrecklichster Duft mit diesem Devil Bösewicht Duft, wo es da auch mal gab, der war auch so ganz eklig. Also das gab echt so zwei, drei, ja, Ekeldüfte in den 4 Jahren, wo ganz schrecklich waren. Also die habe ich gar nicht riechen können. Das ist bestimmt witzig gewesen. Also ja, also. Das war hier meine schöne Bestellung. Ich freue mich schon, wenn ich es euch weiterschicken darf und ihr auspacken dürft und dann gleich mal dran schnuppern. Bin gespannt, weil das sind echt gute Düfte für die, die wo meistens bei mir bestellen. Wenn die ähnliche Duftrichtung haben, ich glaube, das wird euch ganz gut gefallen.
Und ansonsten macht es halt jemand anders eine Freude. Das ist ja auch immer schön. Manchmal hat man jemand, wo dann immer genau die anderen Düfte gerne mag. Oder man kann vielleicht tauschen. Genau. Also dann danke, dass ihr mal mit reinschaut. Danke für eure Unterstützung. Ich habe schon gesagt, also ich bin so dankbar, dass ihr mich unterstützt, weil ihr schenkt mir das Allerkostbarste, was es gibt. Und es ist Zeit für meinen Luca-Schatz, dass ihr einfach für ihn da sein kann und hier zu Hause arbeiten, was ich liebe, mit Sensi, euch eine Freude zu machen, bisschen Positivität in die Welt zu bringen. Oh, danke schön für die Herzchen, weil ich finde, es gibt so viel Negatives und wir wollen ein bisschen gute Laune, ein bisschen Positivität und dann wirklich richtig schöne Deko, Beleuchtung und ganz tolle Düfte in eurem Zuhause, das noch schöner und gemütlicher ist. Und wenn euer Besuch kommt, wenn die Familie heimkommt, dass ihr einfach was Schönes zum Abschalten habt und das einfach noch ein kleines bisschen, dieses gewisse Etwas noch mehr nach zu Hause macht. Und es freut mich, dass ich da euch unterstützen kann, eure Beraterin sein kann und ihr mich immer weiterempfehlt. Also, wenn ihr mich weiterempfohlen habt, dann schreibt mir eine Nachricht, wenn dann jemand darauf bestellt hat auf meiner Webseite, dass ihr das wart. Weil es gibt da ein schönes Special von mir. Meldet euch da einfach mit der Nachricht, wenn ihr sagt, du, ich habe jemand weiterempfohlen, falls die bei dir bestellt oder die müsst schon bestellt haben, dann gib mir Bescheid und schreibt mir eine Nachricht. Hallo Sabine, guten Morgen. Ja gut, dann danke schön, schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich aufs nächste Video. Und ja, macht's es gut. Ein wunderschönes Wochenende. So schön, dass es dich gibt. Und von Herzen tausend, tausend Dank. Ihr könntet mich nicht glücklicher machen, als wie mit eurer Unterstützung oder Weiterempfehlung. Also dann, hi Nadine und tschüss. Macht's es gut. Bis zum nächsten Mal. Fühlt euch ganz dolle gedrückt und bleibt gesund und werdet gesund, gell, wenn ihr krank seid. Bis dann.